hier im Konsolenbereich zu sehen. Damit gehe ich mal kurz rüber zu meinen Kollegen im Help-Bereich. Simon spielt ein lustiges Spiel. Was spielst du da gerade? Ein lustiges Spiel, Junge. Das ist Vampire's Dawn. Erinnert mich so ein bisschen an alte Zeiten. Ja, der RPG-Maker macht halt leider, ja, macht's möglich sozusagen. Eine Reise in die Vergangenheit. Der Super Nintendo. Du hast Post bekommen, Simon. Ja, ganz große Post. Ich habe mich gefreut, dass offensichtlich auch im Kindergarten Giga Games geguckt wird. Und möchte nur an die zuständige Kindergartenfrau sagen, wir sind viel schlanker und muskulöser und hübscher als auf diesem Bild. Aber trotzdem freue ich mich sehr. So, ich glaube, du hättest das besser auch nicht hinbekommen, Simon. Naja, aber ich versuch's auch erst gar nicht. Aber trotzdem danke an den anonymen Maler. Wird gut. Erstmal ein ganz großer Junge. Ganz großer. Tim, heute im Helpbereich, Jörg. Wir haben eigentlich sehr, sehr viel. Bei mir gibt es unter anderem eine Space-Simulation, wo wir uns ausgiebig im Weltall rumwarpen können. Rumwarpen. Celestia, die kostenlose Version, ist jetzt in 1.02 draußen und die können wir heute mal ein bisschen zeigen. Und der Simon hatte noch was ganz Lustiges, wie gerade schon dieses Vampires, ne? Du beschäftigst also, wieder mit dem RPG-Maker, oder? Was Cooles, so viel kann ich sagen. Ja. Also, das müssen wir jetzt mal überraschen, genau. Und das hier ist Vampire's Dawn und ich bin gerade auf der Suche nach Aisha. Die wurde nämlich von einem Vampirkiller. Achso, es hat aber auch irgendwas zu tun mit dem RPG-Maker, oder? Es ist ein Spiel, es ist gerade ein Spiel, was zum Spiel des Jahres 2001 gewählt wurde. Er will nichts sagen. Was soll ich dazu sagen? Er will nicht verraten. Es ist schon ein Spiel für den RPG-Maker. Also, Simon macht spannend. mehr dazu gleich hier im Help-Bereich bei den beiden Kollegen. Im PC-Bereich. Den RPG-Maker 2000 haben wir euch ja schon, glaube ich, 2 oder 3 oder ungefähr 78 Mal vorgestellt. Jetzt gibt es ein Spiel dazu, was viele, viele Leute aus der Fangemeinde wirklich erwartet haben, nämlich Vampire's Dawn. Wurde nicht umsonst, ist an Weihnachten, glaube ich, rausgekommen, wurde nicht umsonst zum Spiel des Jahres 2001 von einer bekannten Fansite gewählt, was ja, denke ich mal, eine ganz gute Lorbeere doch schon mal ist für so ein Spiel, was gerade erst rausgekommen ist. Und deswegen haben wir uns das Ganze mal geschnappt und zeigen es euch heute mal. Und natürlich könnt ihr es auch wie immer auf giga.de runterladen. Wir müssen jetzt zugeben, wir haben ja eh so wenig Zeit, aber dank euch, in der letzten Challenge wussten wir noch nicht, dass das Spiel das beste Spiel des Jahres gewählt wurde. Und naja. Ach so, du meinst, ja, das war natürlich so eine lustige Sache. Wir hatten es zweimal in der Challenge als Frage. Da haben wir noch nicht gewusst. Wir wussten gar nicht. Ich wusste zwar, wir hatten die Beta mal vorgestellt, war mir aber nicht mehr sicher, ob das jetzt wirklich ein RPG-Spiel war oder ob es eben vielleicht doch nicht ein Super Nintendo-Spiel war. Gut, es war ein Spiel von den RPG-Maker 2000. Und da habt ihr uns ganz schön reingeritten. Denn die Fragen kamen übrigens von vielen Leuten aus der Fangemeinde, die sich zusammengeschlossen haben, um uns so durch die Blume oder eben durch die Challenge darauf aufmerksam zu machen, dass es da ein Spiel gibt, das wir vielleicht mal testen könnten. Ja. Und wie immer sind wir für solche Hints natürlich immer wieder gerne zu haben. So, auf jeden Fall das Ganze heißt... Die können es ja ruhig direkt das sagen. Ihr hättet auch eine Mail schreiben können, wäre auch okay gewesen. Vor allem wusste ich schon, dass es zu Weihnachten rauskommt. Wir haben nur leider keine Zeit gehabt. Ist ja auch immer so eine Sache mit den Themen. So, das auf jeden Fall Vampire's Dawn, Reign of Blood... war richtig lange in der Entwicklung von Alexander Koch aka Malex, der unter anderem auch Webmaster von einer recht bekannten Fansite zum Thema RPG-Maker war. Der Junge hat viel Zeit. Ja, offensichtlich ein junger Mann, der sehr viel Zeit hat. Und hier sehen wir auch schon unseren Hauptheld, nämlich Valnar. Nichts ahnt wie immer. Ich glaube 90% aller Rollenspiele fangen damit an, dass jemand pennt, oder? Fällt mir gerade so ein. Die pennen immer. Ja. Und ich muss mich ein bisschen beeilen, das ist auf jeden Fall das Intro. Hier träumt er einen Traum, den er ungefähr seit 4 Wochen träumt, von einem unbekannten Mann, der ihm ganz widerlich beißt. Natürlich müsst ihr auch so Schnickschnack die Sparausgabe oder Videos hier verzichten, aber dafür habt ihr die guten alten Retro-Sounds von Super Nintendo und Co. Und das ist alles von einer Person gemacht, was ihr hier seht. Also da steckt richtig, richtig viel Arbeit dahinter. Ja, Valnar wacht auf, wird natürlich von seiner hübschen, blonden Freundin getröstet. So möchte ich das auch gern haben, wenn ich Albträume habe. Allerdings habe ich meistens in den Träumen dann die Blonde, aber das erkläre ich euch ein andermal. Ja, und er hatte wieder denselben Traum. Intro lässt sich leider nicht beschleunigen, aber ich wollte es euch gerne zeigen, denn sonst versteht ihr von der Story recht wenig, denn da wird recht viel im Intro schon abgehandelt. Du kannst ja mal in 3 Sätzen erzählen, was ist passiert? Ja, ich versuche es gerade zu machen, so. Jetzt werden beiden die Charaktere nochmal erklärt. Das sind nämlich Valnar und Aisha.
Und Wallner und Aisha kennen sich seit geraumer Zeit und du guckst gerade so skeptisch. Jetzt seit geraumer Zeit, das heißt ja bei dir so seit 5 Minuten. Nein, also sie poppen schon. um das nochmal in die Gossensprache zu sind aber zwei Mädels übersetzen. Gerade. Nein, der eine hatte einfach nur ein weibliches Auge. Nein, jetzt kommt Wallner. Also. Und der hat grüne Haare und deswegen erkennt man ihn eindeutig als Mann, wie das bei Anime-Serien und Manga-Spielen immer so ist. Mhm. Sieht er auch nur Frauen? Ja gut, auf jeden Fall hat diese Aisha nicht nur ein schon vorgeschriebenes Schicksal, sondern auch gleich ein sehr kurzes Leben. Ah, da ist er ja. Ja, da ist er. Jetzt sieht er wirklich ein bisschen männlich aus. Naja Gott, was will man machen? Man hat ja nur diese kleinen Charakter-Scripts und muss die dann auch benutzen. So, und ich habe schlecht geschlafen. Was mache ich als erstes? Ich gehe natürlich zum Doktor nachts im Regen und hole mir Schmerzmittel. Und währenddessen bleibt die gute Aisha natürlich daheim. Wie das heißt echte Aisha Frauen so machen. Oder Aisha? Aisha. Also Aisha klingt mir ein bisschen zu... Von dieser Sängerin. Ja, aber ich denke mal, es soll Aisha heißen. Es war keine Lautschrift dabei. So viel kann ich Aisha dir versichern. Da gibt es einen ganz bekannten Song. Aisha. Ich weiß. Gute Mur. Genau. Ja gut, wir gehen jetzt zum Doktor, holen uns Schmerzmittel. Bisher erinnert das alles noch an einen ganz normalen Sonntagabend. Aber das wird sich natürlich gleich ändern, wie das so immer sein sollte, sonst wäre es ja auch ein bisschen sehr viel Text, ne? Also ja gut, es ist nur mal ein gutes altes Text-RPG, so wie man das kennt. Aber du hast im Laufe des Nachmittags ja gesagt, dass es sehr humorvoll geschrieben wurde und ja, es auch Spaß macht, das zu lesen. Also Malex, der Designer, hat wirklich eine Menge schwarzen Humor reingebracht, was ich sehr gut finde, was mir persönlich sehr gefällt. Und auch die ein oder andere Anspielung unter der Gürtellinie. Sehr gut, so muss das sein. Das Spiel muss helfen, ja, auch wenn es unter die Gürtellinie geht. Und ihr hört auch, also es ist wirklich auch viel um für die Atmosphäre getan worden. Überall blitzt es. Es gibt übrigens Tag- und Nachtwechsel. Jetzt nicht unbedingt in Echtzeit, aber doch, wie zum Beispiel bei Shenmue kennen wir das ja auch alles. Und ist schon sehr schön. Krasser Vergleich, Shenmue mit Türen. Naja, es geht eben nur um diesen Tag-Nachtwechsel und viel Atmosphäre. Der Regen und so, das Ganze erinnert mich so ein bisschen an Zelda 3. Wo man eben auch am Anfang in der Nacht durch den Regen läuft und man hört schon, meine Fresse, da passiert ja was. Da wird jemand ja missraubt. Und Wallner missraubt. Missraubt und ganz schwer geraubt, gewaltigt. Und schauen wir mal, was da passiert. Und Wallner natürlich hat sich die Schmerzpillen eingeworfen, ist im Land der Träume und kriegt nichts mit und wacht auf und muss erkennen, dass seine Geliebte ja offensichtlich im digitalen Raum ist. Da liegt ja Blut. Das ist Blut, genau. So sah Blut nun mal damals aus in den 16-Bit-Tagen. Aber da wir ein echter Held sind, müssen wir natürlich jetzt der Blutspur folgen. Und ich muss sagen, die Frau hat verdammt viel Blut. Also jetzt mal, ganz ohne Scheiß, alle Achtung. Der Entwickler, ne, der müsste vielleicht irgendwie seine Albträume verwirklichen. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten Blut. Ist es immerhin eine hilfreiche Fährte, sage ich mal, der ich folgen kann. Und liebe Regie, ich habe gesagt, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Jetzt muss ich das noch bis zum Ende führen. Denn wenn ich das jetzt nicht zeige, brauche ich gar nichts mehr zeigen. Und dann ist die Community sehr wichtig. Was ist ein Tag ohne die Nacht? Ja, also diese Untertitel werden sehr oft gebraucht. Also jetzt hier sind es jetzt eigentlich Obertitel. Einzelne Episodentitel, wie auch immer. Und das Ganze ist ja eigentlich immer noch der Prolog. Also jetzt wird immer, du erfährst gar nichts. Du weißt nur, aha, Freundin, hier, Action, irgendwas passiert. Renn ich mal hinterher. Und jetzt kommt's. So, unter einem Stein. Sie hat ihre Tage. Sie hat ihre Tage und wandelt einfach wie immer, das Frauen machen, wenn sie ihre Tage haben, in eine Höhle. Genau. Nein, hier treffen wir auf Abraxas, den wir nicht sehen, den wir nicht kennen natürlich. Und er hat sie betäubt oder wie auch immer, auf jeden Fall blutet sie ordentlich und der will sie aus irgendeinem Grund erledigen. Wir versuchen sie natürlich, ihr natürlich zu helfen und meine Güte, er tut es. Er zermetzelt sie. Ach, und das ist aber sehr gewaltig. Ja, ungefähr so wird es im ganzen Spiel abgehen. Also es geht um Vampire, Blut, Metzeleien, Köpfen, alles Mögliche. Also bleibt dran. Die BBJS freut sich. Die BBJS freut sich, sofern sie das Spiel überhaupt jemals in die Finger bekommen sollte. Und ihr könnt es auch in die Finger bekommen, nämlich auf giga.de im Help-Bereich. Und wir zocken gleich noch ein bisschen weiter. Thank you.
Das ging schnell. Das geht schnell heute hier. Und wir sind zurück mit dem Help-Bereich, mit dem RPG Maker 2K oder auch 2000 genannt. Und wir zocken Vampire's Dawn. Und da gab es eben die große Diskussion, ist es ein 16-Bit-Spiel, ist es ein 8-Bit-Spiel? Ich war der Meinung, es sieht aus wie gute alte Super Nintendo-Grafik. Aber so du denkst NES. Wenn man Alter vergleichen könnte, würde ich sagen, diese 16-Bit, also ab 16 Jahren Minimum, das Spiel. Es ist nämlich brutal, bis der Arzt weggeht. Hm? Einigen wir uns auf 12-Bit, dann sind wir, glaube ich, sind wir beide absolut zufrieden. Okay. Und jetzt zocken wir nicht mehr Valnar, den eigentlichen Helden des Spiels, sondern Asgard. Der viel cooler ist, denn er frisst ja alles, was ihm zwischen den Beine kommt. Das ist ein guter alter klassischer Vampir noch, der auch hier, wie man sieht, einen recht eigenwilligen Mobiliarstil pflegt. Also nichts irgendwie mit Ikea oder so, sondern geh wirklich. Geh mal in die Tür, war da. Kann ich nicht. Schade. Junge, meine Zeit ist begrenzt. Nein, denn ich muss. Du lebst nicht mehr lange. Ja, denn ich will gerade ein Dorf auslöschen und will meine Herzensdame Elaine zurückholen, die fälschlicherweise in einem Irrenhaus irgendwie vor sich hin vegetiert. Du. Und ich habe keine Ahnung weshalb, aber es ist so. Nee, du musst einfach dich mehr um die Frauen dich kümmern. Ja, ich bin ja, du weißt ja, ich bin ja unschuldig. Und du vernachlässigst sie ja alle. Egal, auf jeden Fall geht's jetzt von Asgards Schloss mit einer grandiosen FMV-Sequenz, oder sowas ähnlichem, zurück ins Dorf. Nicht und hier wird jetzt mal richtig gemetzelt, so viel kann ich dir auf jeden Fall sagen. Es riecht nach Feuer und Blut. Kann man eigentlich auch in diesem Spiel so die Gore-Einstellung festlegen oder ist man immer damit festgelegt? Kann man nicht, also es ist schon recht blutig, deswegen wer vielleicht da eher etwas zart beseitet ist, der sollte es lassen. Denn hier zum Beispiel werden einfach die ganzen Irren aus dem Irrenhaus mal geköpft, weil könnte ja immer noch sein, dass es eine Krankheit ist, die sich irgendwie ausbreitet, deswegen köpfen wir die Jungen besser mal und verbrennen sie dann. Ich hoffe nur, dass wir nicht dran schuld sind und dieses Spiel imitiert wird, weil wir es jetzt der weltweiten Menschheit es gezeigt haben. Ja, auf jeden Fall wird es später richtig gut, wenn man eben auch noch als Vampir selbst herumlaufen kann, denn hier den Asgard spielen wir nur kurz. Guck mal, da wird der Kopf richtig abgemacht, ja? Alter Schwede. Aber später als Vampir kann man ähnliches selbst machen, denn dann muss man sich auch von Menschen ernähren. Kriegt dafür dann, kann Seelen saugen, wie der gute Raziel zum Beispiel, aus Soul Reaver. Und das Ganze erinnert auch so ein bisschen an Blood Omen. So von der Hintergrundgeschichte, ich habe es jetzt mal so 2 Stunden gespielt, erinnert alles schon so ein bisschen dran. Ja, und hier ist jetzt die Freundin, leider schon im Arsch sozusagen. Wird nichts mehr mit der großen Wiedersehensparty. Und was macht der gute Mann dann? Flippt aber mal so richtig aus. Hat du auch so eine Möglichkeit? Hat richtig keinen Bock mehr. Zaubersprüche zum es gibt später, kannst du Magiesprüche lernen. Mhm. Ein paar hat man, also als Vampir, er ist ja schon ein etwas fortgeschrittener Vampir der zweiten Generation. Ich bin später nur einer der dritten. Und er kann sich hier zum Beispiel in ein Wolfswesen verwandeln. Und als dieses macht das Ganze doch gleich nochmal richtig viel Spaß. Wow. Aber ich glaube, die haben mehr Blut als die Großen sind da, ne? Kommt der mehr raus? Naja, die haben einiges an Blut. Du glaubst gar nicht, was in so einem 16-Bit-Pixelwesen alles drinsteckt. Gut, wie auch immer. Brutal, brutal. Das ist auf jeden Fall jetzt das Spiel. Wir können es leider nicht, wie immer, mit der Zeit nicht komplett zeigen oder so, aber ich kann euch garantieren, es macht richtig Spaß, die Story ist richtig gut und wer die Grafik verkraftet, sollte sich das auch auf jeden Fall mal antun. Und wenn wir noch kurz auf die Seite schalten könnten, ganz kurz, liebe Regie, kriegt auch einen Kuss. So, da, das beste RPG Maker 2K-Spiel ever, Vampire's Dawn ist endlich da. Es ist endlich da, hier ist alles erklärt, nochmal Story, Gameplay-Features und so weiter und so weiter. Ihr findet ihr den Download und alles und deswegen geht auf den Comments-Bereich und sagt mir, ob das Ding wirklich so gut ist oder ob ihr sagt, das ist ein typisches Hype-Opfer. Da kann ich Besseres.